Hallo, es ist mal wieder soweit. Wir haben in den letzten Wochen wieder einen interessanten Saugroboter getestet. Diesmal ein relativ preiswertes Gerät mit automatischer Absaugstation. Also der Roboter wird praktisch automatisch entladen und der Schmutz wird in einen Staubbeutel gefüllt. Ihr kennt das ja von anderen Geräten. Das ist der Wyomi S9. Das Gerät gibt es schon einige Monate. Wir haben jetzt hier die deutsche Version getestet, die in Deutschland, also komplett mit deutscher Bedienungsanleitung, deutscher Benutzerführung, mit deutscher Sprachausgabe und so weiter angeboten wird. Und schauen mal, was das Gerät leistet. So, bevor ich auf die Features näher eingehe und euch auch die App des neuen Saugroboters Wyomi S9 näher vorstelle, packe ich das Gerät erstmal aus, zeige euch, was da im Lieferumfang alles dabei ist und erzähle euch das ein oder andere dazu. Der Wyomi oder Wyomi, keine Ahnung, wie man ausspricht, ich glaube Wyomi S9, gehört ja zu dem Xiaomi-Universum, also praktisch die Roboter, die im Xiaomi rausbringt, kennt ihr sicherlich, da haben wir ja schon viele vorgestellt. Der berühmteste war ja ursprünglich mal der Xiaomi Mi-Roboter, aber danach kamen ja noch viele andere und auch Xiaomi hat ja auch viele Partnerfirmen, daraus ist ja auch da ein Roborock entstanden, die haben ja auch den ersten Xiaomi-Roboter für Xiaomi hergestellt, haben dann später die Roborock-Serie rausgebracht und selbst vermarktet. Also es ist eine bekannte Marke und von daher kann man doch damit rechnen, dass er auch eine ordentliche Leistung bietet. Eben habt ihr schon den Wischaufsatz gesehen, also er kann also auch wischen, ist nicht nur ein Saugroboter. Das kleine Paket öffnen wir später. Schauen wir uns jetzt erstmal den Roboter selbst an. Auch wieder schön verpackt das Ganze. Das Ganze wird in relativ großen Karton geliefert, weil ja hier die Absaugstation dabei ist. Das hatte ich ja am Anfang gesagt. Der Roboter kann also automatisch von der Absaugstation entleert werden, muss also nicht mehr täglich oder alle 2 Tage entleert werden, sondern da reicht es, wenn man vielleicht schätzungsweise alle 2 Monate oder 3 Monate den Schmutzbeutel auswechselt. So sieht der Roboter aus. Da gibt es auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches. Er ist also auch laserbasierend, hat oben einen Laserturm und kann somit auch sehr gut in den Räumen navigieren. Das werden wir aber alles noch sehen. Das hier ist die Absaugstation. Da muss nichts zusammengebaut werden oder zusammengeschraubt oder gesteckt werden. Das ist ein Teil. Bei vielen wird das in 2 Teilen geliefert. Hier ist das ein Teil. Und stellt man einfach an die Wand. Netzteil ist eingebaut, braucht man nur in die Steckdose stecken und dann dockt der Roboter später da an und lädt sich auf und entlädt gleichzeitig den Schmutz in den darin befindlichen Schmutzbeutel. Hier in dem Kästchen sind die beiden Schmutzbeutel, die mitgeliefert werden. Es werden also 2 Stück mitgeliefert. Und ich glaube, einer war sogar schon drin. Muss ich mal schauen, weiß ich jetzt gar nicht. Sehen wir gleich. Auf jeden Fall hier werden schon mal 2 Schmutzbeutel mitgeliefert. Die sind verschließbar. Wenn man sie entnimmt, kann man die verschließen. Kennt ihr sicherlich von Staubsaugern, damit halt kein Schmutz herausfällt, wenn man den dann entsorgt. Die kann man natürlich im Nachhinein auch dazu kaufen, gar keine Frage. Hier haben wir die Wischtücher. Das sind Einweg-Wischtücher, die mitgeliefert werden. Also es wird sowohl ein Mehrwegtuch geliefert, was man eben auswaschen kann, wie üblich. Und wer eben ganz hygienisch sein will, kann auch diese Einwegtücher nehmen. Damit wischt man halt den Raum und dann wirft man sie weg. Benutzerfreundlicher oder umweltfreundlicher ist natürlich das Mehrwegtuch, was man einfach auswäscht. Und dann hat sich das.
Von unten gibt es auch nichts Besonderes. Er hat 4 Absturzsensoren. Manche haben 6, aber mit 4 kommt man in der Regel gut aus. Das ist nicht unbedingt ein Nachteil. Er hat eine Seitenbürste. Das reicht in der Regel auch aus. Es ist nicht immer so, dass Roboter mit 2 Seitenbürsten da einen Vorteil haben. Das liegt an der Navigation, damit kann man das durchaus ausgleichen. Die Bürste ist so wie bei den Xiaomi-Geräten üblich und auch so sieht es sehr ähnlich den anderen Xiaomi-Geräten aus. Da gibt es eigentlich nichts Besonderes. Die Bürste hat Gummilamellen und Borsten. Und unterscheidet sich eigentlich außer in der Farbe nicht von anderen Xiaomi-Saugrobotern. Na, wie rum kommst du denn nun drauf? So war es gewesen. Ja, schauen wir nochmal auf der Oberseite. Der Lasertom hat übrigens auch einen Bumper, also kann also auch Hindernisse detektieren. Der Schmutzbehälter, das ist ein bisschen ungewöhnlich, der ist zugleich auch Wassertank. Das ist bei den meisten Xiaomi-Geräten nicht so. Bei den Viomi-Geräten oder Viomi-Geräten, da ist das wohl häufiger so. Und hier hat man diese Mehrfachfilterung, da hat man also erstmal so einen groben Netzfilter, danach kommt so ein Schaumstoff und dann eben der HEPA-Feinfilter. Das ist eigentlich auch üblich. Die Konstruktion gefällt mir nicht so ganz, muss ich sagen, weil hier die Öffnung zum Saugen auf der Seite sitzt und da der Luftfluss nicht so ganz optimal durch den Filter ist. Also es wird schon durch den Filter geleitet, aber es macht danach gleich eine Rechtskurve, also eine scharfe 90-Grad-Kurve der Luftstrom. Und so ganz optimal ist die Konstruktion meiner Meinung nach nicht, um jetzt die maximale Saugleistung zu erreichen. Aber schauen wir mal, wie er da klarkommt. Er hat eine kleine Rückschlagklappe, das haben wir auch eine. Die ist allerdings sehr leicht konzipiert. Da muss man später mit dem Staubsauger aufpassen, dass man die nicht, wenn man beispielsweise den Schmutzbehälter aussaugt, dass man die Klappe nicht mit raussaugt. Die geht nämlich alle relativ leicht ab, habe ich gemerkt. Ja, ihr habt es gesehen, er hat noch eine Öffnung, wo man das Wasser einfüllt. Vom Volumen ist es so, dass Wasser 200 Milliliter reinpasst und das Schmutzbehältervolumen liegt bei 300 Milliliter. Also von der Größe ist es okay, hat allerdings ein paar Ecken innen drin, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass der Schmutz nicht hängen bleibt. Aber da der Schmutzbehälter ja so und so von der Absaugstation immer ausgesaugt wird, ist das Volumen hier überhaupt nicht wichtig. Ne? Denn er wird ja nach jedem Andocken praktisch entleert. Und das Entleeren erfolgt übrigens über die Hinterseite. Das zeige ich euch gleich nochmal. Beim Einschieben, das ist ein bisschen hakelig, da muss man aufpassen, dass man die Taste mitdrückt. Das ist ein bisschen doof gemacht. Bei den meisten anderen Saugrobotern kann man es einfach reindrücken und dann rastet das ein. Hier muss man beim Reinschieben jedes Mal die Taste drücken. Musste ich mich erst ein bisschen dran gewöhnen, denn sonst kann man das nicht komplett einschieben. Das ist ein bisschen unhandlich gemacht, hätte man ein bisschen komfortabler machen können. Wie ihr seht, fährt er mit der Rückseite praktisch an die Absaugstation. Deswegen ist hinten die Saugöffnung, die ist im Schmutzbehälter. Da ist natürlich auch eine Klappe, die durch eine Feder zugedrückt wird. Und durch die Saugkraft der Absaugstation wird praktisch die Klappe geöffnet. Das ist ja bei vielen Absaugstationen so, aber bei den meisten Robotern ist es so, dass auf der Unterseite diese Klappen sind. Also wird von der Unterseite abgesaugt. Hier wird er von der Hinterseite abgesaugt. Das ist übrigens ähnlich wie bei dem Prosenic M8, der übrigens relativ ähnlich gebaut ist. Also da scheint doch ein ähnlicher Hersteller involviert zu sein. Der Prosenic M8 haben wir zwar selber noch nicht ausgiebig getestet, aber habe ich mir schon mal angeschaut. Der scheint von der Konzeption doch sehr ähnlich zu sein. Ja, hier ist der Schmutzbehälter. Ist also noch einer drin, habt ihr jetzt gesehen. Also von daher haben wir 3 Schmutzbehälter, die mitgeliefert werden.
Hier ist ein Filter, der Wal lag noch nicht richtig drin. Der muss hier unten in das vor die Öffnung gelegt werden. Da rastet der ein. Das ist sehr gut, so ein Vorfilter, denn wenn mal Schmutz irgendwie herausfallen sollte, obwohl das eigentlich nicht passiert beim Entnehmen, aber wenn es doch aus irgendwelchen Gründen, wenn das mal reißen sollte oder irgend sowas, dann fällt kein Schmutz in den Motor und da wird der Motor nicht beschädigt von der Absaugstation. Also so ein Vorfilter ist eine gute Sache. Wunderlich, dass das oft bei teuren Geräten, wir haben schon teure Geräte im Test mit Absaugstation, da war oft kein Vorfilter dabei. Also von daher, das ist wirklich gut gemacht. Und auch dicht ist das Ganze. Die Klappe, ja, man kann sie eigentlich einfach zuschmeißen und die liegt praktisch auf Gummis und wird dadurch abgedichtet. Sie dichtet sich praktisch durch die Saugkraft selbst ab. Das Netzteil ist fest integriert. Man hat leider keine Kabelaufwicklung oder so. Man muss also das Kabel, das Netzkabel, irgendwo anders verstauen, wenn man die Ladestation nachher im Wohnraum aufstellt. Am Roboter ist hier nochmal so eine kleine Reset-Taste versteckt. Haben wir aber während des Tests nie gebraucht. Damit kann man halt den Roboter nochmal komplett zurücksetzen und praktisch die App nochmal neu verbinden, falls das notwendig ist oder falls ihr den Roboter mal verkaufen wollt oder so, kann das sinnvoll sein. Ja, jetzt stelle ich mal die Ladestation auf, stecke sie mal an und dann lassen wir den Roboter erstmal komplett aufladen und schauen mal, wie viel Strom er danach, wenn er aufgeladen ist, im Standby verbraucht. So, ich stelle mal vor die Ladestation. Die Ladezeit beträgt in der Regel so, wenn er komplett leer ist, 180 Minuten, also etwa 3 Stunden. Also eigentlich so das Übliche wie andere Roboter auch. Sehr schön ist, dass er vorne an der Ladestation so eine schöne übersichtliche LED-Anzeige, LED-Anzeige hat, die eben anzeigt, wie der Ladezustand ist. Also man sieht, er ist schon fast komplett aufgeladen. 3 Lämpchen haben schon von 4 dauerhaft geleuchtet. Wir haben trotzdem mal einige Stunden dran gehängt und jetzt ist er auf jeden Fall komplett geladen und wir sehen, die Standby-Stromaufnahme nach dem Laden liegt bei etwa 3,5 Watt. Das ist okay für einen Roboter mit WLAN, das ist ähnlich wie bei anderen Robotern. Auch könnte natürlich ein bisschen niedriger noch sein, aber wie gesagt, das ist eher typisch. Die Breite und Maße haben wir natürlich auch gemessen. Er hat eine Tiefe von 350 mm. Breite ist ein bisschen weniger, da haben wir 345 mm gemessen. Bei der Höhe haben wir 100 mm gemessen. Es kann natürlich auch 99 sein, da will ich mich jetzt nicht 100% festlegen. Und bei dem Bumper, da haben wir etwa 21,5 mm gemessen. Aber da zeige ich euch auch nochmal, welche Höhen der Roboter nimmt. Ich kann euch schon verraten, er nimmt sehr gut auch Höhen und Türschwellen. Das ist also wirklich sehr gut. Die Bürstenbreite beträgt, also die reinen Borsten, 16,7 cm, also das Übliche wie andere Xiaomi-Roboter beispielsweise auch. Und vom Gewicht wiegt er 3,5 Kilogramm. Ihr könnt diese ganzen Maße aber auch nochmal auf meiner Webseite nachlesen in der Tabelle und auch mit anderen Saugrobotern, die wir getestet haben. Wir haben ja schon sehr viele getestet, vergleichen. Das Akku ist ein sehr großes Akku, hat 14,4 Volt mit 5200 mAh. Da liegt er also wirklich auf der guten Seite, wie andere Premium-Roboter auch. Also wirklich, die Spitzenroboter haben heute eigentlich typischerweise 5200 mAh. Darüber hinaus gehen eigentlich ganz, ganz wenige. So, wir lassen ihn mal andocken. Das geht hier durchaus auf dem Tisch, weil er einfach beim Andocken sehr wenig Platz braucht. Das ist auch ein Vorteil des Roboters. Das ist ähnlich wie bei den Xiaomi Mi. Also die Roboter brauchen, weil sie wirklich eine hervorragende Navigation haben, beim Andocken sehr, sehr wenig Platz. Das ist sehr vorteilhaft, denn es gibt Roboter, die brauchen um die Ladestation 1 Meter oder 1,50 Meter sogar Platz, damit sie wirklich richtig wenden können und dann richtig andocken. Das ist hier nicht notwendig, dadurch hat man einfach
viel mehr Möglichkeiten, die Ladestation irgendwo in der Wohnung unterzubringen. Also das Andocken hat im Test, also im ganzen Test, immer hervorragend geklappt. Kann ich also wirklich hier bei dem Roboter nur loben. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie ihr die App verbindet. Die App, das ist wieder die berühmte Xiaomi Home App, die auch für Roborock genutzt werden kann und viele andere Roboter, die kennt ihr sicherlich schon. Da müsst ihr einfach auf das Pluszeichen gehen, da wird der Roboter schon angezeigt und dann wählt ihr den aus und ihr seht es ja jetzt hier im Bild, ich zeige es jetzt ein bisschen schneller, ich tue das ein oder andere ein bisschen beschleunigen. Die Verbindung ist sehr schnell aufgebaut, ihr könnt dann den Wohnraum wählen, wo der Roboter steht. Und könnt dann noch einen Namen vergeben, ihr könnt auch den so lassen, ich lasse ihn mal so, Xiaomi oder Xiaomi S9 ist vorgegeben. Könnt dann noch Hilfstexte lesen und dann seid ihr schon auf dem Startscreen. Danach wird nochmal gefragt, ob ihr ein Update haben wollt, da sagen wir natürlich ja und dann wird gleich das neue Update automatisch eingespielt. Habt ihr gerade gesehen? Ja. Das war's. Und dann müsst ihr natürlich als erstes jetzt mal auf Deutsch umschalten. Ihr habt es ja bisher gehört. Bisher war alles in Englisch, wurde alles in Englisch ausgegeben. Da schalten wir einfach hier um auf die deutsche Sprache. Und jetzt ist alles in Deutsch. Bedienungsanleitung ist so und so in Deutsch. Und Menüführung auch. Aber jetzt ist eben auch die Sprachausgabe in Deutsch. Jetzt habe ich gleich die Reinigung mal gestartet. Ich habe alle Zimmertüren geöffnet und jetzt wird beim ersten Mal wird praktisch eine Karte der kompletten Etage angelegt. Seltsamerweise hat er die am Anfang ein bisschen schräg gezeichnet, aber er korrigiert das gleich nochmal. Ihr werdet es gleich sehen. Ich zeige es mal jetzt so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Er korrigiert das gleich und zeichnet die dann wieder gerade. Jetzt ist er gerade, ihr seht es. Und er wird jetzt wirklich das Zimmer am Rand erst abfahren und wird dann bahnweise vorgehen. Er wechselt beim ersten Durchlauf, kann es auch sein, dass er die Zimmer mehrfach wechselt. Da kann es also vorkommen, dass er einen Raum nur halb oder dreiviertel reinigt und dann schon mal in den zweiten Raum wechselt, da wieder vielleicht nur ein Drittel oder zwei Drittel reinigt und dann wieder einen Raum wechselt. Also da ist die Raumreinigung noch nicht Raum für Raum. Das ist aber nur bei der ersten Reinigung, während die Karte erstellt wird. Ich zeige euch die Kartenerstellung hier mal im 15-fach Schnelldurchlauf, dann könnt ihr das genauer sehen. Das ist später nicht mehr, wenn er die Karte erstellt hat, dann reinigt er wirklich Raum für Raum. Ihr könnt dann auch einzelne Räume reinigen, das zeige ich euch bei euch, die App erkläre ich euch gleich nochmal. Hier will ich euch nur mal die erste Fahrt zeigen praktisch auf der Karte. Ihr seht eben links die Position des Roboters und wie er die Räume abfährt. Etwas unglücklich ist die Farbwahl, finde ich, von dem Roboter. Der Roboter ist hier praktisch grau gekennzeichnet und die Karte ist auch grau. Man kann den Roboter teilweise ein bisschen schlecht auf der Karte sehen. Man muss immer, ja, man sieht ihn, erkennt ihn eigentlich nur an der Bahn und dann sieht man ihn erst. Da hätten sie für das Roboter-Symbol doch eine andere Farbe wählen können. Das wäre ein bisschen übersichtlicher gewesen, aber nun gut, gewöhnt man sich auch dran, kommt man auch mit klar. Aber warum da jetzt diese etwas unglückliche Farbwahl? Das sind so Kleinigkeiten, da fragt man sich, was die Entwickler sich da so gedacht haben. So, unsere Etage besteht aus 5 Räumen, wenn man jetzt den Flur, den kleinen Flur mitzählt. Und ihr seht halt jetzt, wie er ab und zu den Raum noch wechselt, bevor er den einen abgeschlossen hat. Wie gesagt, das ist nur am Anfang, wenn er die Karte erstellt, wie gerade jetzt. Danach reinigt er wirklich Raum für Raum. Ihr könnt dann einzelne Räume auswählen und reinigen lassen oder Kombinationen von Räumen. Alles das, was eben andere moderne Saugroboter auch können. Er kann also auch mehrere Ebenen verwalten, wenn ihr mehrere Etagen habt. Er kann bis zu 5 Etagen speichern, also mit Sperrbereichen und so weiter. Ihr könnt ja Sperrbereiche markieren, wo er nicht hinfahren darf, dann lässt er diese Bereiche aus. Es gibt auch Sperrbereiche für Teppiche, also wo er nur beim Wischen nicht hinfährt, also Wischsperrbereiche.
Beim Saugen fährt er, ignoriert er diese Wischsperrbereiche, nur beim Wischen lässt er diese aus. Die sind also gedacht, um Teppiche zu markieren. Alles das gibt es natürlich bei diesem Saugroboter auch. Wenn ihr jetzt mal genau darauf achtet, dann werdet ihr sehen, dass er den oberen rechten Raum nicht richtig aufgenommen hat. Das liegt daran, dass der Roboter selbstständig was umgeworfen hat, was da stand, und sich dann selbst den Weg blockiert hat. Deswegen hat er diesen Raum nicht aufgenommen. Sobald der Roboter angedockt ist, unterteilt er die Räume farbig in verschiedene Bereiche, eben halt Räume. Und ihr könnt diese Raumaufteilung dann noch verändern, könnt Räume zusammenfügen, trennen und so weiter und die einzelnen Räume benennen. Damit ist die Karte erstellt. So, schauen wir uns nochmal die App an. Das hier ist praktisch der Hauptscreen, also praktisch der Startscreen. Damit kann man natürlich wieder wie immer verschiedene Roboter, auch verschiedener Marken, testen. Das ist die Xiaomi App, die Xiaomi Home App. Da kann man beispielsweise die Roborock Serie, die Dreami und so weiter. Und wir steuern jetzt den Xiaomi S9. Ja. Hier, die App ist also ähnlich wie die anderen Apps für heutige moderne Saugroboter, bietet auch den gleichen Komfort. Das heißt, man hat hier eine Kartenverwaltung. Das heißt, wenn man die Wohnung einmal scannt, einmal gereinigt hat, dann hat man eine Karte der Etage und kann dann in dieser Etage dann auch verschiedene Sperrbereiche einzeichnen. Auch Sperrbereiche, die jetzt nur beim Wischen gelten, das heißt beim Saugen ignoriert werden, aber da könnt ihr beispielsweise Teppiche markieren. Am besten schaut ihr das mal links oben an hier, da seht ihr praktisch jetzt, wo ein blauer Rahmen ist praktisch. Dieser blaue Rahmen ist praktisch der Sperrbereich für den Teppich, dass der Teppich zwar gesaugt wird, also beim Saugen wird dieser Sperrbereich ignoriert, und wenn ihr nass wischt, wird der Teppich dann umfahren. Das könnt ihr alles definieren. Ihr könnt auch mehrere Karten verwalten. Bis zu 5 gehen, glaube ich. Und ansonsten gibt es die Raumverwaltung. Das heißt, nachdem ihr einmal die Räume abgefahren habt und die Karte erstellt ist, teilt er die automatisch in Räume auf. Und ihr könnt die Räume dann auch, wenn ihr wollt, entsprechend benennen. Ihr könnt auch die Raumaufteilung ändern. Das könnt ihr auch nachträglich machen. Da geht ihr ja unten rechts in der Ecke auf die Kartenverwaltung. Da gibt es jetzt verschiedene Funktionen. Da gibt es einmal den Zoneneditor. Da gehe ich jetzt mal drauf. Und hier in dem Zoneneditor könnt ihr jetzt beispielsweise Räume zusammenfassen. Also das heißt Bereiche, die unterschiedlich markiert sind, in einer unterschiedlichen Farbe, könnt ihr zu einem Bereich zusammenfassen. Oder ihr könnt auch Bereiche trennen. Also wenn ihr praktisch eine andere Raumaufteilung haben wollt, als es der Roboter automatisch gemacht hat. Denn er kann ja auch mal die Räume eventuell, je nachdem wie eure Wohnung geformt ist, nicht richtig erkennen, und dann müsst ihr manuell eben diese Karte nochmal nachbearbeiten. Das geht aber recht flott, und da bietet der Roboter auch die üblichen Funktionen. Ihr könnt, wie gesagt, teilen und zusammenfügen, und ihr könnt auch die Räume entsprechend benennen. Das war der Zoneneditor. Gehen wir mal wieder zurück. Na komm. Bleiben wir unten mal bei der Kartenverwaltung, da gibt es noch weitere Funktionen, virtuelle Wand und Sperrbereich. Hier könnt ihr, seht ihr schon, verschiedene Sperrbereiche einzeichnen. Unten links habe ich jetzt mal diese orangen Kästchen, das sind jetzt Sperrbereiche, wo der Roboter nicht fahren soll, weil vielleicht irgendwas steht, was der Roboter umfahren könnte. Und dann kann man diese Bereiche markieren, dann fährt der Roboter gar nicht erst hin. Das sollte man bei dem Xiaomi S9 auch unbedingt machen. Er geht nicht so ganz sanft mit leichten Gegenständen um. Also wenn da mal ein Katzennapf oder Hundenapf steht,
dann werden die schon mal weggeschoben, auch wenn sie durchaus etwas schwerer sind, dann werden die durchaus weggeschoben und dann können dann eben den Weg blockieren. Also daher solche Bereiche am besten als Sperrbereich markieren, damit er sie umfährt. Andere Roboter gehen da ein bisschen sanfter mit um, zumindest beispielsweise Roborock oder Trimi, die schieben die auch schon mal weg, zumindest wenn sie leichter sind, aber bei schweren Behältern oder schweren Gegenständen, da wird es meistens bei vielen Robotern nicht so sehr verschoben. Da geht hier der Fayumi etwas weniger sanft mit um. Deswegen ist hier ein Sperrbereich noch wichtiger. Ja, gehen wir nochmal zurück. Gehen wir nochmal auf die Kartenverwaltung. Dann haben wir noch die Bereichsreinigung. Die können wir gleich mal testen. Damit könnt ihr jetzt einen speziellen Bereich reinigen. Kann man auch Zonenreinigung nennen. Hier nennt sich es halt jetzt Bereichsreinigung. Ist ein bisschen anders als sonst. Wenn ihr die Bereichsreinigung wählt, dann könnt ihr jetzt einen Punkt setzen in der Karte. Seht ihr? Und dann haben wir hier so einen Kreis. Ich kann die Karte auch vergrößern, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Und dann wird hier in diesem Kreisumfang gereinigt. Man kann den Kreis auch versetzen. Auch ein anderes Zimmer wäre natürlich machbar, wie ihr wollt, und dann könnt ihr einfach auf Start gehen. Ihr könnt natürlich noch einstellen den Modus, der steht jetzt noch auf Wischen, das ändern wir mal auf Saugen. Könnt die Saugstufe hier in 4 Stufen wählen. Gehen wir jetzt mal auf Standard und dann starten wir doch mal. Jetzt hat er den Bereich wieder gelöscht, ich glaube, wir müssen noch mal markieren. Also Bereichsreinigung, also erst die Saugstufe ändern, dann Bereichsreinigung wählen und dann starten. Reinigung an bestimmter Stelle beginnen. Ich habe jetzt hier auch mal einen etwas höheren Teppich in den Weg gelegt. Also der hat schon richtig dickes Flor, damit wir halt gleich wieder sehen, ob er auf solchen Teppichen überhaupt fahren kann. Ihr wisst ja, nicht alle Roboter schaffen das. Es gibt einige Saugroboter, die bleiben bei diesem Teppich stecken. Aber die meisten neueren Modelle machen das gut. Und wie es hier aussieht, macht das auch der Fayumi S9 sehr gut. Und ihr hört auch gleich, wenn er auf Teppich fährt, dann erhöht er auch die Saugkraft. Den Teppich erkennt er nicht immer. Ihr merkt es hier bei unserem roten Teppich, der wird von dem Sensor nicht immer erfasst, denn in der Regel funktioniert dieser Teppicherkennungssensor ja auf Widerstand der Bürste. Je höher der Widerstand der Bürste ist, dann schaltet er irgendwann um auf eine höhere Saugleistung. Und hier hat man das offenbar nicht ganz optimal definiert. Also die Teppiche werden nicht immer erkannt. Bei dem höheren Teppich werdet ihr es gleich hören, da funktioniert das wesentlich besser. Jetzt hat er umgeschaltet, habt ihr gehört. Bei den meisten Robotern wird das bei unserem roten Teppich auch umgeschaltet, also bei kurzflorigen Teppich. Das ist hier also nicht immer der Fall. Also wenn ihr diesen Fehler umschiffen wollt, wenn das nicht noch im Update geregelt wird, dann einfach von vornherein auf die hohe Saugleistung gehen und dann hat sich das. Erwähnen muss ich noch, die Lautstärke von dem Roboter ist relativ hoch. Die Werte könnt ihr ja bei mir auf der Webseite lesen. Ich glaube, es war etwas über 70 dB, was wir da gemessen haben. Ich trage das aber bei uns nochmal in die Tabelle ein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall vom Geräusch her. Vom gefühlten Geräusch her klingt es auch deutlich lauter als bei vielen anderen Saugrobotern, weil das Geräusch etwas heller ist. Ich will nicht sagen, es pfeift, aber es ist heller und geht so ein bisschen in Richtung des Pfeifens. Also man kann es noch ertragen, aber es ist halt lauter als bei vielen anderen Saugrobotern, wenn man die höchste Saugstufe nutzt. So, der Roboter dockt jetzt an und normalerweise entlädt er sich dann automatisch. Das heißt, er braucht ja
nicht mehr entleert werden, sondern die Absaugstation holt jetzt den Schmutz aus dem Staubbehälter heraus. Ihr hört es gerade. Der Schmutz wird also praktisch in einen Filter gefüllt. Den habe ich ja beim Auspacken euch schon gezeigt. Innen drin in dieser Absaugstation ist ein Filter und den muss man halt dann alle, ja, schätze mal, einen Monat haben wir es jetzt genutzt und da ist noch nicht ansatzweise voll. Also ich schätze mal, dass er 2-3 Monate halten könnte. Das kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel er reinigt. Ja, das jetzt mal zu der Funktion. Neben dieser Bereichsreinigung, die ihr jetzt gesehen habt, da wird ja, wie gesagt, ein runder Kreis markiert, aber in Wirklichkeit hat er ja auch einen eckigen Bereich gereinigt, wie ihr hier auf der Karte seht. Man kann aber auch die Flächenreinigung wählen und das ist die übliche Funktion, wie es die anderen Roboter auch bieten. Da kann man jetzt den Bereich markieren hier mit einem Quadrat oder Rechteck. Das könnte jetzt auch natürlich ein anderes Zimmer sein. Und dann ist es natürlich das Gleiche. Auch da könnt ihr dann ganz einfach die Reinigung starten, wenn jetzt an einer Stelle eine größere Verschmutzung ist oder da was verschüttet wurde oder die Katze da irgendwelches Katzenstreu verteilt hat, dann kann man also ganz schnell mal zwischendurch einen beliebigen Bereich reinigen. Ich habe den Bereich jetzt ein bisschen ungünstig gewählt, jetzt ein bisschen unter dem Tisch, deswegen fährt er hier noch ein bisschen, ich wollte es eigentlich ein bisschen weiter rechts machen, aber ist egal. Ihr wisst, was ich meine und versteht natürlich die Funktion. Ist ja auch jetzt bei den meisten Robotern heute möglich, also nichts Besonderes mehr. Ihr könnt natürlich auch jederzeit die Saugstufe ändern. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Turbo gehe, dann hört ihr gleich, dass er jetzt auf maximaler Saugstufe saugt. Wie gesagt, ist etwas lauter, aber dennoch würde ich diese Funktion immer nutzen, wenn ich Teppich in der Wohnung habe. Wenn also nur ein Hartboden wie Laminat, Fliesen oder sowas gesaugt wird, dann kann man natürlich auch auf eine niedrigere Saugstufe gehen. Ihr hört es auch, der Roboter hat eine deutsche Sprachausgabe, die ist auch sehr gut verständlich, ist ja nicht bei jedem Roboter. Ich glaube, beim letzten oder vorletzten Mal hat man ein Modell getestet. Das hat doch ein bisschen genuschelt, muss ich sagen. Die Sprachausgabe hier ist wirklich professionell gemacht, kann man nicht meckern. Also auch da ist ein professioneller Ansager eingesetzt worden, der da auch professionell das aufgesprochen hat. Das ist nicht immer bei günstigen Geräten der Fall. Wobei der günstig, muss man hier sagen, das Gerät kostet ja im Augenblick so um die 499 Euro. Die Preise schwanken da immer mal ein bisschen in beide Richtungen. Könnt ihr auf meine Webseite schauen und da mal vergleichen. Wir verlinken da immer verschiedene Shops und da könnt ihr einfach die Preise mal vergleichen. €499 ist also auch schon ein stolzer Preis, muss man sagen, aber man muss natürlich auch sehen, hier bekommt man den Saugroboter mit eben einer Absaugstation und diese Geräte sind im Augenblick einfach noch teurer, von daher ist es doch ein interessanter Preis. Ja, was sieht man noch hier auf der App? Links oben die Statusanzeigen, da sieht man eben, wie viel gereinigt wurde, welche Fläche jetzt hier 2 Quadratmeter, wie lange er gereinigt hat. In dem Fall war es jetzt 1 Minute. Und man sieht auch den Akkustand in Prozent, das finde ich gut. Bei manchen hat man nur so ein Batteriesymbol, da weiß man gar nicht so genau, für was das steht. Ist das jetzt 45%, ist das 99%? Da sieht das immer sehr ähnlich aus. Hier wird es auch in Prozent angegeben. Ja, unten links habt ihr dann noch den Button, um den
ob er da vorzeitig zur Ladestation zu schicken, das ist natürlich das Übliche. Und das war eigentlich das, was man hier auf dem Hauptscreen machen kann. Wenn man jetzt wischt, man hat ja auch einen Wischaufsatz, den habe ich ja euch schon gezeigt, dann kann man natürlich hier auch noch die Wassermenge einstellen, die beim Wischen verwendet wird, und da geht er auch ordentlich mit um. Das funktioniert auch sehr gut mit der Wassereinstellung. Auch das ist nicht bei jedem Saugroboter so. Gerade bei denen, die wir zuletzt getestet haben, war es oft so, dass da einfach selbst in den höchsten Einstellungen zu wenig Wasser rauskam, sodass größere Flächen gar nicht richtig befeuchtet wurden. Und das ist hier wirklich gut, da kann man gar nichts meckern, das ist wirklich optimal abgestimmt. Bei manchen Robotern hat man so den Eindruck, dass die Hersteller die gar nicht richtig beim Wischen testen. Anders kann ich mir manchmal die Ergebnisse da nicht vorstellen, aber wie gesagt, hier ist das optimal. Ja, das war eigentlich das zur App. Jetzt gehen wir vielleicht nochmal kurz ins Menü. Ein bisschen anders aufgebaut als bei den Roborox. Hier hat man jetzt oben noch einen Schalter, womit man dem Roboter jetzt einmalig nur festlegen kann, dass er nur den Rand reinigt. Wird man in der Praxis eigentlich selten nutzen. Die Sekundärreinigung, was ist das? Dass er wohl nicht den Rand reinigt, sondern dass er nur den Bereich in der Mitte reinigt oder eben außer oder den kompletten Bereich außer Rand, sonst weiß ich gar nicht, was er mit Sekundärreinigung jetzt meint. Kann ich mir nur so vorstellen. Habe ich noch nicht getestet, muss ich gestehen. Dann habt ihr noch bei dem Wisch- und Saugmodus, das ist ganz interessant, da könnt ihr einstellen, wie er fährt. Beim Wischen, ihr könnt da einen S-Modus einstellen. Da fährt er, ja, wie der Name schon sagt, S-förmig. Ich habe hier den Y-Modus gewählt, da fährt er einmal vor nach links ein bisschen und nochmal zurück und dann nochmal vor nach rechts. Also er macht richtig eine Wischbewegung und das finde ich beim Wischen besser, ist auf jeden Fall besser als eben nur Roboter, die das ganz normale Fahrprogramm nutzen und einfach nur geradeaus immer fahren. Hier macht er eben wirklich doppelte Wischbewegungen auf der Stelle und ist dadurch beim Wischen besser. Ja, dann haben wir noch das Reinigungsprotokoll. Ja, ist auch klar, ne? Hier seht ihr jetzt die Reinigung, was er da gemacht hat. Könnt ihr auch anklicken, dann seht ihr die Karte und könnt euch da die Fahrtstrecke nochmal genau anschauen, wo er hergefahren ist. Also da habt ihr immer einen Rückblick, seht auch die Zeit, wie lange er gebraucht hat und so weiter. Hier in dem Raum hat er übrigens immer so etwa 18 Minuten gebraucht, sowohl beim Saugen als auch beim Wischen. Dann haben wir noch die Reinigung planen. Das ist praktisch der Timer. Funktioniert auch so im Grunde wie bei allen. Man kann verschiedene Timertermine eintragen, die dann hier ein- und ausschalten. Beim Eintragen, ich mache mal gerade einen neuen Termin, könnt ihr wählen, an welchem Tag gereinigt werden soll. An einem bestimmten Tag oder an allen Tagen. Wir machen mal jetzt an allen Tagen. Könnt die Reinigungszeit festlegen. Wählen wir mal 19 Uhr aus, ist jetzt egal. Dann könnt ihr festlegen, was er machen soll. Saugen, saugen und wischen oder wischen. Im Grunde macht nur Saugen Sinn, denn bei Wischen müsste man den Wischaufsatz ja unten anstecken und man muss in der Regel das Tuch auch vorher anfeuchten, denn sonst wischt er nicht von Anfang an ordentlich feucht. Und das macht keinen Sinn, wenn ihr beispielsweise einen Boden wie Laminat oder so habt, könnt ihr euch, wenn der Roboter lange steht, könnte Wasser raustropfen und eben den Boden beschädigen. Deswegen machen solche Reinigungen nicht Sinn, diese per Timer vorzuprogrammieren. Warum das immer wieder angeboten wird, ist eigentlich völlig unsinnig. Also ihr könnt das eigentlich nur auf Saugen gehen, das macht eigentlich nur Sinn. Und dann habt ihr noch, was ist das hier, Absaugen? Ach, hier Absaugen, das bedeutet die Saugstufe, ist ein bisschen ungünstig übersetzt. Ihr seht ja, die ganze App ist an sich komplett in Deutsch. Die meisten Übersetzungen sind auch sehr ordentlich, aber hin und wieder holpert es doch noch ein bisschen. Und dann könnt ihr noch den Reinigungsbereich per Timer festlegen, also praktisch welcher Raum
per Timer gesaugt werden soll. Da könnt ihr jetzt einzelne Räume anklicken oder mehrere. Wir wählen mal jetzt hier zwei Zimmer. Geht dann auf Bestätigen und dann sind diese zwei Zimmer gespeichert. Ihr müsst eben hier nur noch rechts den Haken klicken und dann habt ihr einen neuen Timer-Termin, den ihr jederzeit ein- und ausschalten könnt. Ich schalte es jetzt mal aus, weil das nur ein Beispiel war, und gehe mal im Menü weiter. Dann habt ihr die Kartenliste. Der Roboter kann ja soll bis zu 5 Etagen reinigen können. Ich habe jetzt noch keine weitere Karte angelegt, das kommt noch. Hier ist im Augenblick nur die aktuelle Karte. Das ist eben diese Etage, aber wie gesagt, man kann auch, ich nenne es mal jetzt einfach Erdgeschoss, oder? Nennen wir es, ja, Testetage nenne ich es mal. Testetage. Sicher. So. Ihr könnt also, wie gesagt, dann einfach hergehen und eine neue Karte anlegen, könnt alte Karten wiederherstellen. Und so weiter, bis zu 5 Karten sollen da möglich sein. So, gehen wir da mal wieder zurück. Karte löschen habt ihr noch die Funktion. Also das andere ist eigentlich so das übliche. Sprachpaket könnt ihr die Sprache wählen. Die ist ja jetzt schon auf Deutsch gestellt. Die Sprachlautstärke könnt ihr noch einstellen. Ihr könnt dann noch Wartungsinformationen abrufen, also wann die Bürsten gewechselt oder gereinigt werden müssen und so weiter. Auch das Übliche. Ihr habt hier noch eine Fernbedienung. Das haben ja mittlerweile auch einige Roboter. Da könnt ihr praktisch per Tasten, ich zeige es hier mal, ich muss mal gerade gucken, dass man das im Bild hat, könnt ihr per Taste praktisch den Roboter steuern. Ich muss aber sagen, das geht nicht so gut wie bei den zuletzt gezeigten Dremi oder Roborock oder was hat man noch? Naja, könnt ihr selbst mal auf der Webseite schauen, zumindest die Roborock-Modelle, die Dremi-Modelle und so weiter waren hier schon besser, denn hier reagiert der Roboter sehr verzögert. Das heißt, man muss sehr lange die Taste drücken, bis er reagiert. Man kann nicht so einfach während der Fahrt eine Drehung machen. Sondern man muss einfach warten, bis er reagiert hat. Und dann muss man wieder die Taste festhalten. Also man kann damit natürlich den Roboter schon steuern, das geht schon. Aber es ist einfach etwas unbequemer als bei den anderen genannten Geräten. In der Regel wird man diese Funktion aber so und so selten brauchen. Was haben wir noch? Standortlokalisierung. Ich bin hier. Falls der Roboter sich irgendwo mal festfährt, vielleicht unter der Couch oder so, und ihr findet ihn nicht, dann könnt ihr ihn hier einfach rufen lassen. Ich bin hier. So, ja, Fernbedienung. Ihr könnt die Gerätenivellierung, da werden die Sensoren offenbar nochmal geeicht. Haben wir einmal beim Start gemacht. Muss man an sich dann aber nicht wiederholen laut Bedienungsanleitung. Zumindest habe ich das so verstanden. Ja, das andere sind eigentlich die üblichen Funktionen. Ihr könnt den Gerätenamen ändern, könnt das teilen. Vielleicht das Interessanteste noch, die Firmware-Aktualisierung. Ihr könnt natürlich die Firmware aktualisieren. Das solltet ihr so und so beim ersten Start machen. Haben wir schon gemacht. Das ist also im Augenblick die aktuelle Firmware. Ja, das bei zusätzlicher Einstellung, also das sind eigentlich die Funktionen, die bei der Xiaomi App immer vorhanden sind. Ist jetzt nichts Saugroboter-spezifisches. Ja, das soll es eigentlich zur App gewesen sein. Ich glaube, da habt ihr jetzt eine ganz gute Vorstellung, was die App kann. Also dazu zu sagen ist vielleicht noch, dass die App während des Tests wirklich sehr zuverlässig funktioniert hat. Es gab keine Verbindungsunterbrecher und es gab noch nicht mal größere Ruckler. Also das ist schon sehr positiv, denn bei vielen Apps gibt es doch auch mal Ruckler, dass die Aktualisierung der Karte hinkt. Das war gerade beispielsweise beim letzten Roboter der Fall, dass es doch mal ein bisschen dauert, bis die Position des Roboters wieder eingezeichnet wird und solche Sachen. Das ist hier nicht aufgetreten. Ja,
Das soll's eigentlich. Ach so, wenn ihr jetzt hier auf dem Hauptscreen mal jetzt nur einen spezifischen Raum reinigen wollt, dann müsst ihr einfach nur den Raum anklicken oder auch mehrere Räume und unten auf Start gehen. Wenn ihr keine Räume vorher anwählt und gleich auf Start geht, dann wird wieder die komplette Wohnung gereinigt. Das war's vielleicht. Das hatte ich vergessen vorhin zu erwähnen. Ja, das soll es erstmal zur App gewesen sein. Was die Navigation und Saugleistung angeht, da haben wir natürlich wieder viele Tests gemacht. Wie gesagt, wir haben es etwa einen Monat, etwas über einen Monat sogar in der Wohnung wirklich im Praxistest getestet, haben da natürlich auch extra Verschmutzungen hingemacht, wie jetzt hier jetzt beispielsweise Haare haben wir auf dem Teppich verteilt, Semmelmehl, und haben dann eben Saugtests gemacht, um jetzt auch zu testen, wie es im Alltag alles funktioniert. Natürlich auch andere Räume gereinigt mit Fliesen, mit Vinyl und auch etwas höherem Teppich. Zur Navigation ist zu sagen, da gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Der Roboter navigiert wirklich sehr, sehr ordentlich. Ihr könnt also den Roboter ohne Probleme in andere Zimmer schicken. Oder auch, er findet auch die Ladestation sehr flott und zügig, dockt auf kleinsten Raum ordentlich an, hat nie ein Problem mit dem Andocken. Auch kleine Lücken werden in der Regel gut befahren. Also bei der Navigation gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Er geht da auch sehr systematisch vor. Ihr seht es ja jetzt hier in dem Test, wie er fährt erst am Rand entlang, reinigt dann bahnweise. Ihr könnt auch angeben, dass er den Raum zweifach reinigt. Dann müsst ihr diesen Schalter für diese sekundäre Reinigung anklicken. Dann wird der nächste Reinigungsvorgang zweifach ausgeführt. Dann ist die bahnweise Fahrweise einmal in die Richtung und beim zweiten Mal in die andere Richtung. Wird also eine sehr, sehr gute Reinigungsleistung erzeugt. Hier haben wir jetzt nur eine einfache Reinigung, also die Normalreinigung. Da ist die Reinigungszeit in der Regel 18 Minuten. So hat er für unseren Testraum immer gebraucht. Das ist so im Schnitt, wie andere Roboter auch brauchen. Also da unterscheidet das sich eigentlich nicht von anderen, sogar von diesen Premium-Robotern, die sehr teuer sind. Das ist alles in einem ähnlichen Bereich. Erwähnenswert ist noch, dass der Roboter ja, ich hatte es schon gesagt, auch mehrere Karten verwalten kann für mehrere Etagen. Dabei ist es sogar so, dass er die Karten anlegen kann, ohne dass man die Ladestation umstellen muss. Das ist sehr praktisch. Bei vielen Robotern muss man ja erst die Ladestation in die andere Etage tragen. Erst dann wird eine neue Karte angelegt und auch wirklich gespeichert. Das geht hier auch ohne das Umstellen von Ladestationen. Da muss man einfach in die Kartenverwaltung gehen und sagt neue Karte erstellen. Und dann wird eine neue Karte erstellt und auch wirklich gespeichert. Das ist wirklich eine praktische Sache, finde ich gut. Sollte man eigentlich bei allen Robotern so machen. Das wollte ich nochmal erwähnen. Ja, ansonsten würde ich jetzt sagen, spulen wir mal hier, weil hier geht es jetzt erstmal bei dem Test eigentlich mehr um den Teppich, wie gut er da jetzt diese Schmutzaufnahme nimmt. Ich zeige euch dann vielleicht nochmal kurz den Schnipseltest im Durchlauf, wo es dann mehr so, wo ihr die Navigation auch nochmal beobachten könnt. Und die richtige Saugleistung, wie gut die Saugleistung nun wirklich ist, das werden wir dann noch in dem nächsten Teil. Es gibt noch einen zweiten Teil zu dem Roboter hier. Da testen wir das nochmal unten auf unserer Testfläche. Ihr kennt das ja schon, wenn ihr unsere Videos zu Robotern regelmäßig schaut. Da haben wir ja spezielle Tests, um die Saugleistung ganz genau zu testen. Da testen wir ja auch nochmal die Wischfunktion, wie gut die funktioniert und so weiter, wie gut er den Rand reinigt, wie gut er die Türschwellen und so weiter nimmt. Das kommt alles nochmal im zweiten Teil. Hier erstmal jetzt so, wie der Roboter sich in der Wohnung gegeben hat.
So, hier habe ich meinen kleinen Sprung jetzt gemacht. Ihr seht das unten links immer an der Zeit, wenn ich mal etwas vorspringe. Hier fährt er nämlich jetzt gerade mal auf den Teppich. Da kann man das mal ganz gut beobachten. Man muss schon sagen, dass das natürlich hier eine extreme Verschmutzung ist, die natürlich in der Wohnung eher seltener auftreten dürfte. Da wird der Roboter, das wird er nicht komplett wegbekommen, was man hier sieht. Aber es wäre schon, es ist schon interessant, ob er jetzt eher die Haare wegbekommt oder eher das Semmelmehl. Wir haben das ja schon mit vielen anderen Saugrobotern gemacht, also alle Roboter haben da was liegen lassen. Manche haben also mehr Probleme mit den Haaren, manche eher mit dem Semmelmehl, manche mit beiden. Und das schauen wir uns einfach mal an, damit ihr einfach mal so ein Bild davon habt. Um das wirklich komplett zu reinigen, da haben die Roboter, oder brauchen auch Premium-Roboter, brauchen auch der teuerste Roboter, den wir hier getestet haben, schon mehrere Durchgänge, um so einen Teppich, so einen stark verschmutzten Teppich, dann wirklich komplett frei zu bekommen. Aber wie gesagt, wie gut er in die Tiefe reinigt, das kann man sowieso bei diesem Test hier nicht sehen. Das machen wir im nächsten Teil, da untersucht man das noch mal ein bisschen genauer. Also die Haare bekommt er eigentlich ganz ordentlich weg, nur eben mit den festsitzenden Haaren, da sieht man eben, da bleiben natürlich noch einige hängen, aber da unterscheidet er sich auch nicht so wesentlich von anderen teureren Modellen. Teppichkanten und dergleichen nimmt der Roboter immer gut. Also da fährt er auf Teppiche sehr gut, eher besser als der Durchschnitt, weil er auch etwas höhere Höhen überwindet. Werde ich euch aber im zweiten Teil nochmal zeigen. Ich verrate es euch schon, er schafft also Höhen. 21 mm fährt er ohne Probleme drüber und hat damit keine Probleme. Und das ist schon eine große Höhe. Gerade wenn man Türschwellen hat, ist der Roboter also durchaus ein interessantes Modell. Eine Schwäche hat er mit leichten Gegenständen, das hatte ich ja schon euch erwähnt, ne, dass also Katzennäpfe beispielsweise, die relativ leicht sind, oder auch mal ein Schuh, der relativ leicht ist, dass der mal verschoben wird, weil der Bumper relativ schwergängig ist. Da reagieren andere Roboter etwas früher und umfahren die. Die stoßen zwar auch an, schieben vielleicht auch ein bisschen weg, aber nicht so stark wie hier dieses Modell. Deswegen ist es da wichtig, dass man nichts in der Wohnung rumliegen lässt. Und wenn doch, dann sollte man das halt als Sperrbereich markieren. Wir haben jetzt hier in dem Wohnraum keinen Sperrbereich. Das heißt, in der Karte ist ja ein blauer Sperrbereich markiert. Das ist schon ein Sperrbereich. Der ist aber nur für die Wischfunktion interessant. Das ist ein Wischsperrbereich. Wenn wir den Wohnraum wischen, das zeige ich euch wahrscheinlich im zweiten Teil, dann wird eben dieser Bereich umfahren, so dass er eben dann den Teppich nicht wischt. Dann macht ja keinen Sinn, den Teppich mit dem nassen Mikrofasertuch zu befahren. Das funktioniert auch sehr ordentlich, das kann ich schon verraten. Ihr seht auch in der Karte, dass er Stuhlbeine oder Beine von irgendwelchen Möbeln, Couch, Tisch und so weiter sehr gut einzeichnet und sehr gut umfährt. Also da bei der Navigation, wie gesagt, gibt es gar nichts zu meckern. Er reinigt auch den kompletten Raum. Die Raumbegrenzung hat er ja selber vorgenommen. Das ist wirklich ordentlich. Und was vielleicht noch ein bisschen schade ist, ist die Lautstärke. Der Roboter ist relativ laut. Bei der maximalen Saugkraft haben wir 70 dB gemessen und das ist schon für einen Saugroboter schon eine ordentliche Lautstärke. Kann man sich in dem Raum kaum aufhalten und jetzt irgendwie sich unterhalten, das ist dann schon ein bisschen schwierig und macht dann auch keinen Spaß. Also da geht man am besten in den anderen Raum oder lässt eben den Roboter per Timer reinigen,
wenn man die maximale Saugstärke nutzt. Man kann natürlich auch die Saugstärke reduzieren, würde ich bei Teppich aber nicht empfehlen. Da hat sich nämlich gezeigt, dass die Saugstärke auf Teppich nicht sonderlich stark ist. Die Reinigung oder die Reinigungsleistung nicht sonderlich stark ist. Ich nehme es mal schon mal ein bisschen vorweg. Die Reinigungsleistung auf Teppich könnte bei dem Roboter etwas besser sein. Das heißt, die oberflächlichen Verschmutzungen, die man so im Alltag auf Teppich hat, die werden natürlich auch beseitigt. Also in der Regel sieht ein normal verschmutzter Teppich, nachdem der Roboter gefahren ist, schon ordentlich aus. Aber wenn man so in die Tiefe geht, da gehört der Roboter doch eher zu unter den Durchschnitt. Aber das werdet ihr im zweiten Teil nochmal sehen. Bei Hartboden dagegen hat er keine Probleme. Da kann man durchaus auch mal die Saugstärke etwas reduzieren und dadurch eben auch die Lautstärke reduzieren. So, der Roboter dockt jetzt an und wird auch gleich entleert werden von der Saugstation. Die schaltet sich automatisch ein, wenn der Roboter angedockt ist. Er dockt mit der Hinterseite an und dann wird der Schmutz abgesaugt und in diesen Staubbeutel gefüllt. Ich bin mal jetzt still, damit ihr dieses Einschalten hört. So, ihr habt es gehört, der Roboter wurde abgesaugt und das funktioniert in der Praxis auch gut und recht ordentlich. Hier seht ihr noch, dass er hier ein Blatt mit aufgesaugt hat und das ist hier in der Saugöffnung stecken geblieben. Also bei so langen Blättern kann das mal passieren, aber der normale Schmutz wird in der Regel schon aufgenommen. Klein bisschen bleibt manchmal hängen, das ist aber nicht so tragisch, das wird dann halt beim nächsten Absaugen mitgesaugt. Also das Absaugen hat in der Praxis schon ordentlich funktioniert und wie gesagt, nach einem Monat war der Schmutzbehälter nicht ansatzweise voll, wo wir immer die komplette Etage zweimal gesaugt haben. Und ich schätze mal, dass das mindestens 3 Monate dauert oder so, bis dann dieser Schmutzbeutel mal ausgewechselt werden muss. Jetzt schauen wir uns den Teppich nochmal genauer an. Also bei den Haaren ist es einigermaßen ordentlich, bis auf die eine Stelle, aber an Semmelmehl hat er doch einiges liegen lassen. Da müsste er also jetzt noch 2-3 Mal drüber fahren, das haben wir im Test auch gemacht. Dann kriegt er es nachher, wenn er genügend oft drüber fährt, bekommt er das natürlich auch noch sauber. Aber es hat sich schon gezeigt, dass er hier bei Teppich nicht so der stärkste Saugroboter ist. Aber wie gesagt, das zeige ich im nächsten Test, im nächsten Teil nochmal ausführlicher. Am besten abonniert ihr den Kanal, und wenn ihr den noch nicht abonniert habt, dann bekommt ihr ja eine Nachricht, wenn ihr die Glocke anklickt. Dass der nächste Teil online ist. So, jetzt zeige ich euch nochmal den Schnipseltest. Den machen wir jetzt, brauchen wir glaube ich nicht mehr in der kompletten Zeit zeigen. Ich habe also hier im Raum jetzt Papierschnipsel nochmal verteilt. Den Teppich habe ich nochmal so gelassen, wie er eben war. Also mit diesen Haaren drauf und diesen Semmelmehl noch ein bisschen. Und hier wollen wir jetzt nur nochmal schauen, ob er wirklich alle Stellen abfährt. Und damit wir das nochmal mit anderen Saugrobotern vergleichen, denn wenn er jetzt eine Stelle auslässt und wir das übersehen haben, wenn er uns hier mit der Karte ein bisschen täuschen will, dann sehen wir das jetzt an den Schnipseln, dann würden an der Stelle ja Schnipsel gehäufterweise liegen bleiben. Deswegen lass mal das jetzt mal hier im Schnelldurchlauf, würde ich sagen, durchlaufen und schauen dann am Ende mal, wie der Raum aussieht.
So, der Roboter ist fertig, hat wieder so um die 18 Minuten gebraucht und jetzt dockt er bereits an. Da dreht er sich immer vorher rum, dockt dann mit der Rückseite an und wird dann abgesaugt. Er wird übrigens immer nur dann abgesaugt, wenn er eine bestimmte Fläche gesaugt hat. Also wenn nur 2 Meter fährt, wird er nicht immer abgesaugt. So, jetzt schauen wir uns nochmal die Fläche genauer an. Oder wir schauen erstmal in den Behälter rein, wie es da aussieht. Da müssten jetzt die Schnipsel ja nicht mehr drin sein, denn sie sind ja abgesaugt. Und das ist auch der Fall. Der Behälter ist ordentlich sauber. So soll das sein. Also das mit der Absaugstation funktioniert schön und ist schon eine bequeme Sache, das muss man schon sagen. Und von daher Preis-Leistung, auch wenn die Teppich, wenn er auf Teppich nicht unbedingt die Krönung ist, wenn man nicht viel Teppich in der Wohnung hat, wie wir beispielsweise nur so einen kleinen Teppich, dann ist das durchaus ein sehr interessanter Saugroboter. Insbesondere, wenn man gerne eben diese Absaugstation haben möchte. Wir schauen uns jetzt mal den Teppich nochmal an. Man sieht, da liegen hier und da noch ein paar Schnipsel. Aber das ist bislang hier so im Rahmen. Es lassen alle Roboter lassen immer ein paar Schnipsel übrig. Das ist, liegt auch daran, dass diese Schnipsel etwas schwergängig zu saugen sind, weil sie eben flach am Boden haften. Und da kann die Bürste das nicht so immer so richtig gut erfassen. Das ist im normalen Rahmen. Also da kann ich sagen, dass von der Reinigungsleistung hier auf dem, im Raum ist im normalen Rahmen. Bei Teppich, wie gesagt, da könnte es etwas besser sein, aber das schauen wir uns ja im nächsten Teil nochmal genauer an. Ich habe jetzt mal die Zonenreinigung gestartet. Ich markiere jetzt mal hier den Bereich. Ich versuche den Teppich zu markieren und lasse den Teppich jetzt noch ein paar Mal durchrasen, damit wir schauen, ob er da, wenn er mehrmals drüber fährt, den noch ein bisschen sauberer bekommt. Aber ich glaube, ihr könnt euch jetzt schon ein ganz gutes Bild machen. Der Roboter, das komplette Fazit könnt ihr erstmal bei mir im Testbericht nachlesen. Das will ich hier im Video noch nicht wiedergeben. Ich möchte euch ja erst noch den zweiten Teil zeigen. Wenn ihr es nicht abwarten könnt, geht auf meinen Testbericht. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Und im zweiten Teil gebe ich dann auch nochmal mein komplettes Fazit ab. Ich muss ja euch die Wischfunktion erst nochmal zeigen und wie er genau mit Türschwellen hoch umgeht und wie er wirklich jetzt in die Tiefe saugt. Das kann man bei so Wohnraumtests, die gemacht werden, nicht wirklich testen. Da muss er auf der Testfläche getestet werden. Und das wäre jetzt unseriös, wenn ich aus diesem Video jetzt irgendwelche Schlussfolgerungen über die Tiefenreinigung abgeben würde. So, man sieht aber, mit jedem Reinigungsvorgang wird auch hier der Teppich natürlich sauberer. Wenn ihr den Test mit anderen Saugrobotern, auch teureren Saugrobotern hier vergleicht, den wir hier im Wohnraum gemacht haben, dann werdet ihr gar nicht so viele Unterschiede sehen zu anderen Tests. Die Unterschiede werden wir aber in den zweiten Teil, wie gesagt, noch mal ein bisschen näher herausarbeiten. Da sind sie schon deutlich sichtbar. Da zeigt sich dann schon, dass er auf Teppich eine Schwäche hat. Aber wenn ihr nur wenig Teppich in der Wohnung habt, vielleicht auch nur so ein Vorleger oder ein oder ein Läufer irgendwo, dann kann man da durchaus mit zufrieden sein. Die Tiefenreinigung sollte man ja sowieso einmal die Woche mit einem stärkeren Staubsauger machen. Also
Jetzt Staubsauger oder am besten mit dem Akku-Staubsauger, da ist es bequemer. Da kann man natürlich aus der Tiefe wesentlich mehr Schmutz rausholen als der beste Saugroboter. Das muss man schon dazu sagen. Dennoch würde ich auf den Saugroboter nicht verzichten wollen. Und da ist das hier natürlich schon eine bequeme Ausführung, weil er eben die Absaugstation schon mit im Lieferumfang hat. Und eben man sich eigentlich gar um nichts kümmern muss. Der Roboter wird eben einmal am Tag einen Timer gestartet. Ihr könnt ihn auch zweimal starten. Wir starten ihn meistens sogar zweimal. Und wenn ihr dann alle Vierteljahre mal den Staubbeutel da wechselt, vielleicht sogar alle 4 Monate, dann hat sich das. Ne? Also das ist schon eine schöne Sache. So, das soll es bis hierhin gewesen sein. Alles weitere dann im Testbericht und im nächsten Video. Bis dann!